Jeden Nachmittag dampft Thomas, die Rangierlokomotive, mit Annie und Clarabel auf seiner Nebenstrecke dahin. Zuerst fahren sie an der Wassermühle vorbei, dann kommen sie zu einem großen Bauernhof. Als nächstes sehen sie eine Brücke, die in die Mitte eines Dörfchens eingebettet ist. Und hier ist Thomas besonders gern. Wenn die Kinder hören, dass Thomas kommt, stehen sie auf der Brücke und winken ihm zu, bis er außer Sichtweite ist. Eines Tages hatte Thomas Verspätung. Er hatte an dem Signal vor der Brücke gehalten und mit Kindern geredet. Percy wartete auch. Beeil dich, Thomas, rief Percy, als das Signal freie Fahrt zeigte. Wenn du zu spät kommst, ersetzt der dicke Kontrolleur dich durch eine andere Lokomotive. Das würde er nie tun, dachte Thomas. Aber es machte ihm Sorge. Am nächsten Tag beeilte sich Thomas auf der Strecke. Vor ihm lag ein Güterbahnhof und dort auf dem Bahnsteig stand ein Inspektor, der mit der roten Fahne winkte. Und dann sah Thomas einige Kinder, die auch winkten. Hier stimmt doch etwas nicht, dachte Thomas. Dieser Bahnhof ist für Güter, nicht für Fahrgäste. Hilf uns, Thomas, hilf uns! Gut, dass du da bist, riefen die Kinder. Bringst du uns bitte nach Hause? Der Stationsvorsteher erklärte Thomas' Lokomotivführer, dass der Schulbus eine Panne hatte und alle Eltern sich Sorgen machen würden, wenn die Kinder nicht nach Hause kommen. Thomas wartete und die Kinder kamen von der Brücke herunter. Dann brachte er sie zum nächsten Bahnhof, wo Bertie wartete, um sie nach Hause zu bringen. Als Thomas mit dieser Fahrt fertig war, war es sehr spät geworden. Und er befürchtete, dass der dicke Kontrolleur böse mit ihm sein könnte. Ich habe Thomas gewarnt, dampfte Percy zu James. Jetzt ist er einmal zu viel zu spät gekommen. Jetzt gibt's Ärger. Aber am nächsten Morgen war der dicke Kontrolleur nirgends zu sehen. Gott sei Dank, seufzte Thomas. Thomas kannte jeden Zentimeter seiner Nebenstrecke, aber jetzt fuhr er auf einen Gleisabschnitt zu, den die Hitze der Sonne verbogen hatte. Vorsicht, Thomas, rief sein Lokomotivführer, aber es war zu spät. Das haben wir davon, sagte sein Lokomotivführer. Für heute ist Schluss. Aber was wird aus meinen Fahrgästen? Keine Sorge, um die wird sich gekümmert, antwortete sein Lokomotivführer. Während Arbeiter die Gleise reparierten, musste Thomas im Rangierbahnhof Güterwagen verschieben. Bertie besuchte ihn. Ich höre, ich soll dir mal wieder helfen. Ja, Bertie, antwortete Thomas traurig, ohne meine Gleise kann ich nicht fahren. Bertie nahm Thomas Fahrgäste auf und fuhr los. Hallo Bertie, sagten die, wir sind froh, dass du da bist. Bertie fuhr auf der Straße, die entlang der Eisenbahnstrecke führt. Er hielt an jedem Bahnhof dieser Strecke. Manchmal hielt er sogar zwischen den Bahnhöfen und ließ Leute aussteigen, die in der Nähe wohnten. Thomas war niedergeschlagen. Ich habe meine Fahrgäste verloren. Die mögen Bertie jetzt lieber als mich. Der dicke Kontrolleur kam. Deine Nebenstrecke ist repariert. Ich werde deinen Fahrplan ändern, dann kannst du mit Bertie noch besser zusammenarbeiten. Als Thomas den Bahnhof erreichte, standen da alle seine Fahrgäste. Bertie ist ein sehr guter Bus, aber die Zugfahrt mit dir gefällt uns besser, sagten sie. Später sprach Thomas mit Bertie. Danke, dass du meine Fahrgäste versorgt hast. Ist schon gut, Thomas. Ich habe gern neue Freunde, aber lieber ist mir, wenn wir sie beide haben. Bertie, sagte Thomas, du bist wirklich ein guter Freund.